Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Die neuen Corona-Zahlen steigen ja gefühlt in jedem Bundesland in Deutschland, das heißt in allen 17 Bundesländern. Und es ist absolut heftig, dass wir jetzt schon wieder in diese neue Lockdown-Phase kommen. Die Leute kaufen schon wieder das Klopapier leer. Vorhin habe ich eine Dame neben mir im Auto gesehen, die hat aus ihrem Kofferraum oder in ihrem Kofferraum, die war mit so einem Einkaufswagen da und hat, glaube ich, so 8000 Rollen Klopapier gehabt. Und die Leute kaufen mir auch plötzlich Mehl und den ganzen Kram. Also absolut Wahnsinn. Die Leute, die bis vor einer Woche bei Lieferando nichts bestellen konnten, kaufen sich jetzt Mehl und sind der Auffassung, dass sie Nudeln selbst machen können. Also ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich habe ein richtig geiles Video für euch. Deswegen, Leute, gleich mal zum Anfang gern Like da lassen und auf jeden Fall ein Abo, wenn ihr neu seid. Schreibt gern am Ende des Videos in die Kommentare, ob ihr das Video und die Thematik komplett verstanden habt. Es geht heute nämlich um das Thema Call of Duty Netcode. Ihr habt es in der Black Ops Cold War Beta mit Sicherheit alle mitgekommen. Am ersten Wochenende war die Verbindung teilweise richtig schwierig, in der zweiten war sie mal gut, mal schlecht. Und ich werde euch heute so detailliert wie möglich darlegen, warum Activisions Geldgier schuld daran ist, dass diese Laggy-Verbindungen so heftig waren. In dem heutigen Video möchte ich euch über die Probleme aufklären, die wir, was die Netcode angeht, was die Server angeht, was die Lag-Spikes angeht und die Verbindung generell in den beiden Wochenenden von der Call of Duty Black Ops Beta. Ich werde das Ganze wirklich so genau wie möglich erklären. Es ist ein kompliziertes Thema. Ich habe Stunden für die Recherche, für Videos gucken, für mit Technikleuten sprechen, die sich da ein bisschen besser auskennen als ich, verbracht, nur um euch das nahe zu bringen. Und ich hoffe wirklich, mit einem Like und Abo lasst ihr mir den Dank dafür da, weil das ist echt Pain in the Ass, sagt man in England oder in den USA manchmal. Was wir generell haben, ist ein Standardsystem. Wir haben ganz viele Klienten, das bist du als Zuschauer, das bin ich als Zocker. Wir alle sitzen an den Konsolen. Diese Konsolen kriegen unsere Befehle durch den Controller, den wir haben. Die Konsole schickt über das Internet, über Glasfaser, dieses Signal an einen Hauptserver. Diese Server stehen überall auf der Welt. Nordamerika, Südamerika, Asien, Europa, vor allen Dingen Frankreich stehen viele von Activision. Das heißt, diese Server verarbeiten die Signale, die wir Klienten alle abgeben. Wir begeben den Befehl springen oder ziele oder schieße, laufe vorwärts, laufe rückwärts, duck dich, irgendwas. Dieses Signal im Idealfall geht von allen Klienten zum Server gleichzeitig. Der Server verarbeitet all diese Signale und schickt sie gleichzeitig in gleicher Geschwindigkeit zu jedem Klienten zurück, sodass jeder, der in einer Lobby ist, das gleiche auf dem Bildschirm sieht, die gleiche Sekunde sieht, die gleiche Millisekunde, alles Mögliche. Das funktioniert ja schon deswegen nicht, weil dieses Signal, also der Ping, natürlich eine sehr lange Reichweite haben kann. Wenn ich zum Beispiel durch Skill-Based Matchmaking nicht nach der besten Verbindung irgendwie verbunden werde, was denn zum Beispiel ein Server in England oder Deutschland wäre, sondern auf einem Server in Nordamerika lande, so wie es in der ersten und zweiten Beta-Woche hatte, beziehungsweise Wochenende. Da hatte ich dann drei Leute von, also Scampi hatte ich, Dashi und noch jemanden. Die spielen in Nordamerika, die waren auf dem nordamerikanischen Server. Ich bin in Deutschland. Die Reichweite von Nordamerika zu Nordamerika, kann sich jeder ausdenken, ist kürzer als von Deutschland nach Nordamerika und zurück. Dementsprechend hat man dann natürlich das Problem, dass man, wenn man irgendwo verbunden wird, was der Nachteil von Skill-Based Matchmaking ist, wo die Verbindung zu weit ist, dass es eben länger dauert. Selbst wenn, wie bei mir, ich eine 500.000 Leitung habe. Dieses Signal braucht ja trotzdem diese Reichweite hin und zurück. Also gibt es eine Art dedizierte Server. Die dedizierten Server sorgen dafür, dass alle in einer Lobby, die auf diesen Server zugreifen wollen, welcher auch immer das ist, sich immer an dem orientieren, der die langsamste Verbindung hat. Das heißt, wenn 10 Leute in der Lobby sind und 9 Leute eine 500k-Leitung haben und einen Ping von, sagen wir mal, 5 Millisekunden. Und es gibt einen, der hat eine Schrottleitung, der hat 10 Millisekunden. Dann wird das Game gebuffert, das heißt die einzelnen Pixel, die einzelnen Daten werden ein bisschen zusammengesammelt, komprimiert. Und auf diese Verbindung, die der langsamste hat, auf alle anderen Klienten, also auf alle anderen Leute, runtergedrosselt. Das sorgt dafür, dass das Spielerlebnis für alle fair ist. Denn ansonsten würde immer derjenige, den Gunfight eigentlich im Vorteil sein, der am nächsten am Server ist. Das Problem ist, dedizierte Server kosten zum einen deutlich mehr als andere und Activision hat nicht genug davon.
Das wiederum sorgt dafür, dass ihr nicht automatisch in jedem COD immer auf einem dedizierten Server spielen könnt. Das merkt ihr immer dann, wenn es eine Peer-to-Peer-Verbindung gibt. Das heißt, ein Spieler ist der Host und alle verbinden zu dem. In der Regel ist der mit der besten Verbindung der Host. In Call of Duty Ghosts war es das letzte Mal, wo das wirklich deutlich war, und ich glaube in Black Ops 3 auch. Das seht ihr immer daran, dass ihr in einer Lobby seid, es laggt so ein bisschen und dann kommt so ein Countdown und es wird gesagt, dass ein neuer Host gesucht wird. Oftmals seht ihr links unten dann oder rechts unten, dass ein Spieler die Lobby verlassen hat. Das Spiel sucht einen neuen Host, weil der mit der Scheißverbindung raus ist. Es läuft meistens flüssiger, aber ihr wisst, der den Host hat, hat automatisch den Vorteil, denn er braucht sein Signal, was der Controller wegschickt, ja nur an sich selber sozusagen schicken, während alle anderen Klienten das Signal zu ihm schicken und wieder zurückschicken. Damit wir immer, auch bei Serverproblemen, das gleiche Bild haben, gibt es die Priorität der Server über dem Klienten. Das heißt, wenn das Signal vom Klienten an den Server normal läuft, aber der Server Probleme hat, wird er das Signal an alle anderen Spieler gleichermaßen schlecht verteilen. Wenn wir jetzt aber das Problem haben, dass irgendetwas von unserem Input, von unserem Controller als Signal nicht schnell genug zum Server geht, das Paket, dieses Datenpaket ist beschädigt, ihr habt eine schlechte Internetverbindung, Unwetter, irgendwas, es kann alles Mögliche sein, dann sorgt die Priorität Nummer 1 Server dafür, dass ihr das Signal trotzdem zurückbekommt, denn jetzt kommt der Netcode ins Spiel. Dieser Netcode wird natürlich von IT-Lern, von Activision, Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer geschrieben. Die Server werden von Activision selber eigentlich nur gestellt. Alles, was in den Servern, in diesen Rechenzentren passiert, wie der Netcode aussieht, der zum Beispiel sagt, Signal A von Klient A hat einen Paketverlust, es kommt nicht richtig an, wir können das Signal so nicht zurückschicken. Was macht denn ein gut funktionierender Netcode? Er nimmt die letzten Befehle, er rechnet einen Algorithmus, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, was der letzte Befehl war, den ihr losgeschickt habt. Zum Beispiel, ich renne geradeaus, und er rechnet dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr weiter geradeaus rennt. Er berechnet das also in Millisekunden, je nachdem wie gut dieser Netcode ist, und schickt dieses Signal an uns als Klienten zurück. Das heißt, oftmals bei einem guten Netcode, wie wir den zum Beispiel in Modern Warfare hatten, das muss man so sagen, merkt man gar nicht, dass man gerade irgendwie ein Internetverbindungsproblem hat, weil man das Signal, was man geschickt hat, trotzdem zurückbekommt, weil er errechnet, dass es so ist. Wenn ihr manchmal seht, dass ihr ein bisschen nach rechts und links stottert oder diese sogenannten Lag-Spikes, was ihr mal habt, ihr steht auf der Stelle, lauft und plötzlich werdet ihr einen Meter nach vorne transportiert oder teleportiert. Das sind oftmals die Momente, wo entweder der Server oder ihr als Klient ein Internetproblem hattet und dieses Signal berechnet wurde. Und wenn da eine Unterbrechung ist, weil der Netcode vielleicht nicht allzu gut ist, so wie wir das in Black Ops in den beiden Beta-Wochenenden hatten, in Black Ops Cold War, dann habt ihr diese Lag-Spikes, dann habt ihr es, dass der Gegner plötzlich hinter der Wand ist und euch wieder zurückschießen konnte, obwohl auf eurem Bildschirm er noch nicht hinter der Wand war. Der Server hat das Signal bei euch zu langsam an euren Rechner oder an eure Playset transportiert, der Bildschirm zeigt es dementsprechend verzögert und ihr seid im Nachteil. Activision hat sich dieses Mal gedacht, weil die Server für Modern Warfare und für Warzone vor allen Dingen weiterlaufen müssen und die dedizierten Server jetzt aktuell immer noch gebraucht werden und Activision verdient natürlich auch jedes Jahr deutlich zu wenig Geld. Activision hat sich dazu entschieden, dass diese dedizierten Server weiter für Modern Warfare und Warzone laufen, wer weiß wie lange, und wir teilweise Peer-to-Peer-Verbindungen in Black Ops Cold War in der Beta wieder hatten. Am zweiten Wochenende haben sie an dem Netcode gearbeitet, das konnte man deutlich merken, es war besser. Die Probleme bei der Verbindung sind besser durch diesen Algorithmus berechnet worden, das heißt, man hat nicht mehr so viel davon gemerkt. Was sie aber nicht implementiert haben, was ein Riesenfehler ist und was unbedingt reingehört, dass man die Möglichkeit hat, sich selber per Netzwerkanzeige in-game zeigen zu lassen, wie der Ping eigentlich ist. Das ist reine Geldgier, weil Activision weiß, dass neue dedizierte Server sehr viel Arbeit produzieren. Man muss sie ordentlich einrichten, man muss sie Rechenzentren schaffen. In einem perfekten Netcode, in einem perfekten System, wo wirklich viel Arbeit, Geld und Zeit investiert wäre, gäbe es die Möglichkeit, wenn eine Verbindung, ein Signal unterbrochen oder verzögert nur ankommt, dass man sozusagen zwei Verteidigungslinien einbaut, damit das Signal bei uns trotzdem gut aussieht. Das erste, man macht Prediction als Informatiker. Das bedeutet, man nimmt die Option 1, 2, 3 und 4, das sind die wahrscheinlichsten, dieser Algorithmus errechnet das,
was das Signal jetzt ausgemacht hat und schickt eins dieser Signale zum Server und wieder zurück. Ich laufe geradeaus, 4 Optionen, die jetzt wahrscheinlich sind. Ich springe, ich bleibe stehen, ich laufe weiter geradeaus oder ich ziele. Das ist die erste Schutzvariante. Die zweite Option ist, dass man einfach das letzte Signal, was ohne Paketverlust angekommen ist, wieder weiterschickt und so tut, als wenn das letzte Signal automatisch auch das nächste Signal wäre. Ich hoffe, das Ganze war nicht zu schwierig zu verstehen. Das ganze System ist ultra komplex, das kann nicht irgendeiner mal eben machen. Das ist keine Arbeit von 2 Stunden, da sitzt man monatelang dran. Der Netcode muss für jedes COD wieder geändert werden, umgeschrieben werden, neue Rechenzentren entstehen, neue Server sind da. Alles Mögliche, die Anforderungen gerade jetzt in Crossplay, Cross-Gen. Ich will absolut nicht sagen, dass Activision bzw. eher Treyarch, dass die IT-Entwickler da keinen Bock bisher drauf hatten. Aber es ist natürlich günstiger, mit dem zu leben, was denn eben ein bisschen laggy ist, was ein bisschen zeitverzögert ist, was einfach nur mehr Probleme macht, als sich da hinten dran zu setzen. Dazu kommt, Treyarch hatte leider nur 1 Jahr und knapp 3 Monate Zeit, dieses COD mit allem, was dazukommt, zu entwickeln. Das muss man alles bedenken, wenn man überlegt, warum es so ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Vielleicht kann ich sie beantworten. Ich bin raus, haut rein.